Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute mache ich mal einen kleinen Vlog in Tschechien. Wir befinden uns gerade hier, zumindest ich befinde mich gerade hier in Marienbad. Marienbad, genau, dort wo hier auch die Kolonnaden oder Oblaten. Dort wo die Oblaten Kolonnada herkommen. Ihr erkennt es bestimmt an diesem Brunnen, der hier hinter mir steht, der aber leider nicht inaktiv ist. Tja. Ich werde jetzt ein wenig hier rumlaufen und irgendwas erzählen, was mir jetzt gerade nichts weiteres einfällt. Ich werde dann auch noch mal eine kleine Ankündigung machen, dass noch ein Zweitkanal erscheinen wird. Dort, wo mehrere die Experimenten und Vlogs entstehen sollte. Jetzt kommt die Feuerwehr. Hübsche Feuerwehr. Falls wenn ihr die Obladen hier nicht kennt sollt, blende ich euch das nochmal ein. Ich habe keinen Plan, wo ich jetzt gerade hinlaufen will. Ich würde vielleicht erstmal frühstücken gehen. Schade, dass er nicht aktiv ist. Der hätte es vielleicht erkennen können. Das ist das Bild, das auf den Obladen drauf ist. Dass das der Brunnen ist. Wie ihr vielleicht mitkriegt, bin ich noch ein bisschen nervös. Weil ich ja noch nie so selten vor der Kamera gesprochen habe. Deswegen fällt mir ein oder das andere Wort vielleicht noch nicht ein. Aber es wird sich bestimmt nach einer Weile ergeben, wenn ich an das Wildkanal erstellt habe. Ich zeige euch mal das Geschäft von diesen Obladen, der aber leider ein technisches Problem nicht offen hat. Ich hoffe, ich spreche laut genug. Thank you.
Jetzt laufe ich gerade wieder hoch zu dieser Haltestelle, Colonnada. Wenn mir jetzt nicht das mal weiter einfällt, was ich jetzt euch zu sagen habe, werde ich jetzt hier und jetzt erstmal Schluss machen und sehen uns später nochmal vielleicht. Solche komischen Porzellanbehälter und kann da draus trinken. Da hinter mir. Hier unten haben wir einen schönen kleinen Teich, da werden wir mal gleich mal hingehen. Ihr seht mich jetzt gerade nicht, weil ich jetzt gerade die Gegend aufnehmen will oder werde. Da hinten haben wir wohl wieder einen Oberleitungsbus. Ja, ich weiß, das sieht wahrscheinlich nicht so besonders aus. Ich hoffe für mich, dass ich irgendwann mal hinkriege, ordentlich und vertrauter frei sprechen zu können. Hier haben wir auch noch schön Wasser mit Enten. Ich sag mal, bis später. Und hier bin ich mal wieder. Jetzt nochmal zu dem Zweitkanal, den ich weiter erstellen werde. Falls man jetzt noch nicht so richtig verstanden hat anfangs, sage ich das jetzt nochmal. Jetzt ist ja nichts in der Ruhe und kann mich nicht ablenken lassen. In dem Zweitkanal sollte mehr über Vlogs, Experimenten, Unboxing und sonstiges stattfinden und der aktuelle Kanal sollte jetzt nur noch Videos, wenn ich irgendwo hinfahre, wie hier nach Tschechien oder in anderen Orten, um irgendwas zu filmen. Ja, ich muss das mal überlegen, ab wann, so gegen Sommer rum,
soll der Zweitkanal erst kommen. Jetzt werde ich noch ein bisschen hier rumlaufen und noch was filmen. Wenn ich noch irgendwas zu sagen habe, werde ich mich auch wieder melden. Ich befinde mich jetzt gerade außerhalb der Stadt, sozusagen am Stadtrand. Und mir kommt jetzt gerade wieder ein Auto. Ich könnte viel euch noch was erzählen, aber leider sehe ich nicht, was ich alles erzählen könnte. Wäre es ein Livestream, dann hätte es besser geklappt, aber dazu habe ich ja noch nicht so viele Abonnenten. Unterstützen werden. Ich muss gucken, wo ich jetzt langlaufen muss. Ob ich jetzt hier langlaufen muss. Oder geradeaus, ich laufe aber geradeaus weiter. Ist gut. Ich werde noch ein paar anderen Kanälen noch hier in eine Infobox verlinken, die ihr auch mal besuchen könnt. Wie zum Beispiel René, auch mal genannt Emuster René, und Nox94 bei Philipp. Und wenn mein neuer Kanal ist, wird es auch unter diesem Video verlinkt. Die zwei Kanäle sind ja die einzigen, die ich am besten kenne. Zumindest ein René sein Kanal. Schaut auch bei den ersten Vlog dort rein, verlinke ich hier auch. Oder auch hier. Klicken, durchklicken. Aber ich werde es am Ende auch nochmal verlinken. Hallo. Eine kleine Unterbrechung. Naja, es waren bloß ein paar Leute, die gegrüßt haben. Das war das leider nicht, was ich so filmen wollte. Weil ich kein Tschechisch kann. Jetzt habe ich auch den Verein verloren. Weiß nicht, was ich jetzt noch sagen wollte. Naja, jedenfalls könnt ihr hier oben auch abstimmen, wie ihr meinen Vlog fahrt. Ob es gut, schlecht oder ob es so ging. Das ist jetzt mein zweiter Vlog. Das erste Vlog war, wo ich Emuster René besucht habe. Und das ist jetzt mein zweiter Vlog, in dem ich meinen neuen Kanal auch noch vorstelle. Also das war es vielleicht jetzt für heute, dass ich mich filme. Jetzt werde ich zum Beispiel noch die Gegend filmen. Ja. Ich renne mit einer Jacke rum, wo es so schön warm ist. Hier ist auch warm. Thank you.
Hier vorne mal wieder die Hauptstraße. Wird schon noch wieder zurück zur Bushaltestelle laufen. Das heißt, hier vor und dann hier rum. Muss auch mal links und rechts gucken, ob irgendwo ein Auto kommt, wenn ich über die Kreuzung laufe. Ja, es war Spitze. Ein Gefühl, den 40 Grad hier. Die Sonne scheint. Kein Regen. Nix. Und ich schwitze. Mir blendet die Sonne an der Kamera, auf der Kamera. Ja. Langsam kriege ich Spaß dran. Aber ich kann mich bald gewöhnen. Auf der Buchmesse. Wenn ja, könnt ihr einen in den Kommentaren schreiben, wer auch dabei war. Oh, jetzt ist Schatten. Fische. Hier werden Fische gezüchtet. Die dann aus Wasser gehen. Oder in Seen. Nächster beschließen wir nicht meinen Rollkoffer dabei, dass es in der Kunst wieder so klackert. So wie letztens bei meinem Vlog, die keiner gesehen hat, weil ich kaum Abonnenten auf diesem Kanal habe. Ich drücke mir die Daumen, dass ich auf meinem Twitch-Kanal Erfolg kriege. Dass ich mehr Spaß dran habe und Motivation für YouTube habe. Stell mir jetzt gerade vor, eine tolle Community zu haben, wo alle aktiv sind. In meinen neuen Videos, die ich mache. Aber es kann sein, dass ich anfangs, wenn das Witkanal da ist, noch nicht gleich anhieb täglich. Und es werden auch nicht täglich Videos erstmal kommen, weil ich erstmal Inspiration brauche von anderen YouTuber. Falls ich Inspiration kriege und die auch mache, tue ich natürlich die Kanäle verlinken, von denen ich das her habe, damit ich keinen Stress kriege. Das will ich bitte nicht haben, anderen Stress. Deswegen muss ich mir mal überlegen, was ich mache. Jetzt haben wir vor 10 Minuten 40. Wow, wird doch wahrscheinlich ein langer Vlog. Von euch allen war auf der Mindestparty. Ich leider nicht.
die Mindestparty, die da von René aufgenommen ist, kann ich euch auch gerne verlinken. Sein Video wird spätestens, falls wenn mein Video Sonntag rauskommen sollte, auch gleich morgen dabei sein. Ich werde ihn dann nochmal fragen, ob das es ist, was morgen kommt, sein Mindestvlog 4. Dann tue ich das auch verlegen, falls wenn es morgen sonst eventuell kommt, mein Video laufen der Woche. Dieses Video wurde am Samstag aufgenommen. Ich würde anfangs wahrscheinlich immer noch nervös sein, wenn ich jedes Mal ein neues Video dann beginne. Weil ich immer noch neu mache. Ich habe bis jetzt immer nur wirklich hinter der Kamera gestanden und alles aufgenommen. Weil ich mir nie getraut habe, irgendwas zu sagen, weil ich nicht weiß, was ich dazu sagen sollte. Und heute hatte ich mir mal einen Ruck gegeben und hat es mich mal getraut. Jetzt kommt der Bus, mit dem ich gefahren bin. Hashtag Mindestbus. Was auch noch geil wäre, mit anderen YouTubern mit zu kooperieren. Da kommt mehr Inspiration raus. Oder auch tolle Videos. Alter, ich schwitze. Ich stehe mitten in der Sonne, keinen Schatten hier weit und breit. Und ich schwitze. Wo ist die Mindestsonne? Ich suche gerade die Mindestsonne. Egal. Keine Ahnung, warum Mindestsonne. Wir haben jetzt so in sowas. Ich und René haben das jetzt so ausgeklügelt, dass wir jetzt viel mit Mindest sagen. Vielleicht kriegt man das auch mal als Trend hin, wenn man überall hinschreibt Hashtag Mindest und irgendwas dazwischen. Ich werde es euch dann hier auch mal hinschreiben. Mindest. Ich finde, dass ich Sachen sagen kann. So gefällt es mir langsam mit mir. Jetzt habe ich wieder vergessen, was ich sagen wollte. Jetzt kommt Schatten. Mindestschatten. Okay, hier bleibe ich jetzt erstmal stehen. Den ganzen restlichen Tag. Für eine halbe Stunde. Was ich dann vielleicht noch zu tun werde. Wenn ich jetzt hier wieder beende und wieder in der Stadt bin, werde ich dann erstmal einkaufen gehen. Keine Kippen holen, sondern das nur einkaufen. Naschen, trinken und sonstiges, was mir noch einfällt. Vielleicht zeige ich es euch auch noch im Video, auch nur vielleicht. Mal sehen. Ja, echt cool. Mein Kanal.
kommen wir langsam wieder in die Stadt ein. Jetzt kommt gleich ein Bahnübergang und da werde ich dann mal drüber gehen, dann bin ich irgendwie in der Stadt. Ja, mal dann sieht man es schon. Ich würde mir vielleicht noch Eis gönnen. Und so einen schönen Tag. Ich habe mir vorhin einen Kuchen und einen Kaffee, einen Erdbeerkuchen gegönnt. Und einen Milchkaffee. Oh, ist ziemlich lecker. Ja, mal hier ein Teich wieder. Wie gesagt, mit den Fischen, was wir vorhin gesehen haben, die werden wieder in solchen Angelteichen wieder abgesetzt, damit man schön wieder angeln kann. Wer auch angelt, wer auch gerne angelt, kann es in den Kommentaren schreiben. Ich hätte früher auch gerne mal geangelt. Und jetzt leider nicht mehr. Nehme ich YouTube auf. Die Passion, erfolgreich zu werden und eine schöne Community zu gründen. Ich würde auch freuen, wenn ihr dieses Video auch ein Like geben würdet und auch abonnieren würdet. Zumindest meine Seite abonnieren, nicht mein Video abonnieren. Ja, bin noch nervös und kann nicht. Gut, so nervös bin ich jetzt auch nicht mehr. Ja, aber dann langsam da auch schwer, die ganze Zeit den Stick mit meinem Handy zu halten. Ja, ich finde ein Handy, weil ich immer nicht die beste Qualität haben, weil ich immer noch ein kleiner YouTuber bin. Jetzt kommen wir an den Bahnübergang an. Leider wollte ich auch ein Intro aufnehmen. Leider habe ich es verpennt. Wie ich im Zug sitze, herfahre mit dem Bus zu dem Startpunkt, zu die Kolonnade. Ich hoffe, ihr habt das auch alles richtig verstanden, wie ich das geklärt habe oder geredet habe, aufgenommen habe. Geil. Klingt ja ganz selten ein weißer Punkt. Blink. Okay, ich lasse ein. So, jetzt wird ein Straschenzug überrollen. Hier ist eine Trashi. Und hier geht's nach Port. Übrigens, eine Trashi heißt Bahnhof. Und Lafni Natrashi, Hauptbahnhof.
Ich glaube, ihr wisst ja schon, was das heißt. Bitte hättet das Video nicht. Genau, lieber Heden, hättet bitte das Video nicht so sehr, wenn es noch schlecht für euch ist oder irgendwas stört. Aber manchmal kann auch Hate auch was Gutes. Dann weiß man, aha, da kannst du auch vielleicht das verbessern. Das könnt ihr höchstens kommentieren, nicht haten, sondern sagen, was ich verbessern könnte. Außer mit der Bildqualität. Manchmal kann es vielleicht auch von dem Bearbeitungsprogramm sein, die schlechte Qualität. Jetzt sind wir 21:50. Natürlich in YouTube wird es dann mehr sein, weil ich auch noch andere Videos zusammenschneiden werde, aber das wisst ihr mit Sicherheit auch schon. Mann, was ich alles erzähle. Mit Freunden erzähle ich viel und kriege alles raus, aber wenn ich vor der Kamera stehe, kriege ich kaum richtige Wörter raus. Jetzt mal sagen auch, dass ich mal weiß, wohin ich muss. Ich laufe jetzt einfach irgendwo lang und quatsche einfach mit der Kamera. Hashtag Mindestlangeweile. So, jetzt habe ich mich verlaufen. Wenn ich das Video beende, gucke ich ja nochmal auf Google Maps nach, wo ich jetzt bin. Zumindest suche ich dann erstmal eine Bushaltestelle auf und fahre Richtung Kaufland. Ja, in Tschechien haben sie es auch, wenn ihr es noch nicht wusstet. Tschechien hat auch ein Kaufland. In Lidl haben sie auch. Aber hier wahrscheinlich nicht. Oder ich will auch niemanden so aufnehmen, die sie überhaupt nicht drauf sein können, essen das. Die wissen die gar nicht, ob das Video reinkommt. Hier hat er mal einen Schuh verloren. So schnell wieder dran, wie es gedacht hatte. Ich hätte gedacht, der Weg wäre lang. Jetzt laufen wir mal zwischen den Cross. Ich weiß nicht, warum ich jetzt hier lang laufe. Wahrscheinlich auch, dass ich niemanden aufnehme im Hintergrund. Ah, ich glaube, ich will jetzt, wo ich bin. Da ist er selber streiten. Ich will jetzt am Sommer Schluss machen, damit noch Platz für andere Videos sind. Ich werde mich dann nochmal melden, wenn ich noch irgendwas auf dem Herzen liegen habe.
bis dann. Bis später. Berliner Döner. Gibt's hier in Tschechien auch. Ich hoffe, man hat mich gesehen jetzt dann. Ob das mir klappt oder nicht, hier liegt noch ein bisschen Schnee. Da, da und da. Wahrscheinlich nur Kunstschnee. Übrigens, das Eis war lecker. Kann ich euch auch noch empfehlen in Marienbad. Hier scheint wohl nicht so viel los zu sein. Schnee. Hashtag Mindestschnee. Krass. Kann auch nur Kunstschnee sein. Hier drüben sind solche Maschinen. Da. Scheint auch schon langsam hin sich zu schmelzen. Da kommt der Feuerwehr wieder. Den man am Anfang an des Videos gesehen hat. Wer bis hierhin geschaut hat, schreibt Hashtag Mindestfeuerwehr in die Kommentare. Würde mich echt freuen zu wissen, wer soweit geschaut hat. Nein, ich bin immer noch in Tschechien. Wie gesagt, in Tschechien gibt es auch ein Kaufland. So wie es bei mir aussieht, ist Kaufland jetzt rückwärts geschrieben, weil ich meine Kamera irgendwie anders halte. Nein, ich gehe auch nicht im Kaufland einkaufen, ich gehe in den Tesco, den ich euch auch gleich zeigen werde. Ich habe noch 40 Minuten Aufnahmezeit, dann ist der Speicher voll.
Ach, da ist auch noch ein Lidl. Ich werde jetzt einfach mal die Kamera drehen. Dann gehe ich jetzt einkaufen. Falls man das erkennen kann, ist dort ein Lidl. Ob sich das hier auch lohnt? Würde man sagen, ja. Ich gehe jetzt hier schön einkaufen. Schnell über die Straße spacken. Da kommt schon wieder der Mindestfeuerwehr. Der verfolgt uns jetzt wohl immer. Ist wohl ein Feuerwehrfluch. Und hopp. Ich habe jetzt immer viel Aufnahmezeit habe, nur noch 39 habe, würde ich jetzt hier nochmal beenden und in Ruhe erstmal einkaufen. Bis später. So, meine lieben Freunde, da ist mein Einkauf. Ich werde euch einen Einkauf von heute dann zeigen, wenn ich da bin. Hallo und herzlich willkommen nochmal zurück. Ich wollte euch noch zeigen, was ich mir gekauft habe in Tesco. Fangen wir an mit die leckeren Hörnchen. 10 Stück habe ich mir gegönnt. Das war mein Laptop, weil ich den jetzt hochgefahren habe. Ignorieren wir einfach mal erstmal. 10 Stück. Kann ich euch noch empfehlen. Dann habe ich mir leckere Cornflakes gegönnt. Hoffentlich sind die mit Zimtgeschmack. Ich kann kein Tschechisch. Ich hoffe, es ist Zimt. Falls ihr sich das auch schon mal gehört habt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben unten, ob das mit Zimtgeschmack ist. Die Maxi-Tüte. Dann die gönne ich mir vielleicht jetzt noch, wenn ich fertig bin. Jetzt müsste das mal kurz sein. Oh, egal, das machen wir. Machen wir erst mal weiter. Noch was Dickeres. Das ist nicht meine Kamera immer noch spiegelverkehrt auf, oder? Muss mal sehen. Legale Mini-Rolls. Mit Erdbeergeschmack. Ja, was im Angebot war. Und was mir so schön mir den Weg zur Hölle gemacht hat. 4 Flaschen Mountain Dew. Für 19 Kronen im Angebot. Sogar mit 2,25 Liter Flaschen. Oder 2,25 Liter Flaschen. Und dann was für die Lunge. Eher pafft man die Dinger. Zigarren von Williger. Und dann als grünen Abschied, als Souvenir. Einmal so ein Ceske Drahi Becher, Kaffeebecher und Ceske Drahi Whale Jet. Ich würde euch nicht sagen, wie viel ich dafür ausgegeben habe. Das war's alles. Wir haben jetzt gerade
22 Uhr. Ich werde heute jetzt erstmal nicht mehr das Video schneiden. Das werde ich spätestens morgen machen. Das erzähle ich schnell. Naja. Ich gönne mir jetzt noch den Abend. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Und schaut bei den verlinkten Kanälen vorbei, die ich. Und bitte abonniert und lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Mein zweiter Vlog. Ich empfehle euch auch nochmal meinen ersten Vlog reinzuschauen, wie nervös ich da auch war. Tschüss.